Ja, Leute, das letzte Mal für dieses Jahr will ich mich nochmal bei euch melden. Es ist Silvester heute. Ihr seht, es schneit gerade, da mähen so Schneerehe. So richtiges Sauwetter eigentlich. Ja, ich wollte mich einfach nochmal bedanken bei euch für das letzte Jahr. Für die ganzen neuen Abonnenten, für die ganzen Kommentare und alles. Es ist wirklich eine geile Community, ich habe schon so oft gesagt, aber es ist halt einfach so. Und ich sag euch nur mal kurz, was so zusammengekommen ist an Abonnenten etc. dieses Jahr. Das ist echt der Wahnsinn. Und zwar, wo haben wir es denn? So, Aufrufe dieses Jahr, nur dieses Jahr, 133.999 Aufrufe. Wahnsinn. Wiedergabezeit in Minute, 593.694 Minuten. Das ist echt brutal. Und allein dieses Jahr waren es 1.085 Abonnenten, die dazugekommen sind. Also wirklich vielen Dank. Es hat mir wirklich extrem Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch gefallen die Videos weiterhin. Und es kommen noch viele Abonnenten dazu. Mir macht Spaß nach wie vor. Und ja, deswegen soll es natürlich auch weitergehen. So, jetzt wünsche ich euch alle einen guten Rutsch, ein frohes Neues. Für diejenigen, die dieses Jahr ein bisschen zu knabbern gehabt haben vielleicht, ich hoffe, es wird für alle besser und durchhalte. Ist so einfach gesagt, ich weiß. Aber es war ein komisches Jahr, das weiß jeder. Und es kann ja eigentlich nur besser werden, hoffe ich mal zumindest. Von dem her, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt mal treu, ich steht mir arg freue. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit den Videos. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes, die habe ich über das ganze Jahr gesammelt. Viel Verbabbler vor allem und so. Und ja, ein bisschen zum Fremdschämen für mich. Aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen drüber schmunzeln und es gibt euch vielleicht einen kleinen positiven Jahresabschluss dann. Ja, ansonsten macht's gut. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dort noch. Ciao. Servus Leute, da bin ich wieder. Heute will ich euch mal ein paar von meinen Victorinox zeige. Das heißt ein paar, alle Servus Leute, da bin ich wieder. Ich will euch, jetzt kommt der Festtag gefahren, Moment mal. Mal ein Cut. Das hier, das gibt's am Mittwoch wieder beim Norma. Und falls ihr Bock drauf habt, ich schwank rum, scheiße. Servus Leute, da bin ich wieder. Ich würde euch gerne was zeigen, und zwar eins von meinen Mora-Messer. Das gibt es nämlich ab Mittwoch wieder am Angebot bei Mora. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt ihr gerade drauf. Viel Spaß! Servus Leute, da bin ich wieder. Heute soll der zweite Teil kommen aus der Serie nach dem Fuck you, Alter. Servus Leute, da bin ich wieder. Ich bin endlich mal wieder rausgekommen. Seht der da hinten sein Holz, der Depp. Servus Leute. Ach, leck mir den Arsch, ich fange nicht an. Servus Leute, da bin ich wieder. Ja. Ich bin schon arg oft danach gefragt worden und jetzt habe ich die Chance, euch das endlich mal vorzustellen. Und zwar das Glockfeldmesser. Ja, freue mich drauf. Und wenn ihr wissen wollt, ob es war. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in unser Waldstückel, wo ich schon öfters dabei gehabt habe. Und ich muss sagen. Ich bin komplett falsch. Ich bin gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Scheiße. Servus Leute, da bin ich wieder. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge auf dem. Servus Leute, da bin ich wieder. Ich steht euch heute mal gern das Hulkan von Hultafors vorstelle. Scheiße. So Leute, wie gesagt, es geht heute um die
aber die Firma steht auch für Qualität und die sind sehr bekannt, wie gesagt, die Äxte. Ich babbel halt viel zu viel Scheißdreck. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es mit dem Bezug ist mittlerweile, ob die noch produziert wäre oder nicht. Nicht. Ja. Servus Leute, da bin ich wieder. Ja, ich bin endlich mal wieder im Waldstickel unterwegs, bin mal wieder rausgekommen. Und es rät schon die letzten Tage und es ist alles nass da. Und ich habe gedacht, das wäre damals das perfekte Wetter, um ein neues Tarp auszuprobieren. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt.